Grundschullehrer Björn Kelling und seine Kolleginnen Jasmin und Anne haben an einer Musical-Aufführung teilgenommen. Mit schmerzhaften Folgen, die der junge Pädagoge aber gerne in Kauf zu nehmen scheint. Schließlich interpretiert er den Unfall als indirekten Liebesbeweis. Ja, es war halt so, dass meine Kollegin und ich, wir hatten halt eine Kussszene. Ja. Und genau in dem Moment, als die Kussszene halt stattfinden soll, ist meine andere Kollegin draußen halt in uns reingefallen. Und ja, ja, ich hoffe ja so indirekt, so dass es irgendwo Absicht war. Ja, ist eine ganz witzige Situation. Also ich meine, Sie haben ja Schmerzen im Knie. Das kann ich aber laut sagen. Aber irgendwie scheinen Sie trotzdem noch zu lächeln. Ne? Ja, ich hoffe halt, dass da zwischen der Kollegin und mir ein bisschen mehr ist. Aber ich weiß nicht. Schwester Nadine und ich, wir sind ja schon jetzt ein bisschen älter. Ich glaube, Anne, du warst ein bisschen eifersüchtig, dass das so passiert ist. Björn, ich glaube, irgendwie da steckt was anderes dahinter. Wenn, dann war vielleicht die Jasmin etwas eifersüchtig. Aber ich glaube, da steckt eher was anderes dahinter, als das, was du vermutest. Okay, aber trotzdem, die Zeiten scheinen sich ja auf jeden Fall ein bisschen zu ändern. Früher haben wir zwei in unserem Alter das noch mit Rosen gemacht und lecker Essen-Einladung. Okay. Und heute springt man aufeinander. Ich habe schon erwähnt, dass ich viel jünger bin als der Doktor. Ne? Ja, aber auch nicht viel. Seine Kollegin hätte ihn angesprungen und dadurch wäre der Unfall entstanden. Und das wäre ja wohl beabsichtigt. Nicht bösartig, sondern verliebt. Wie auch immer, ich habe es nicht ganz verstanden, dass dann die Frau Götz hinterher auch noch zu unserer Patientin werden sollte. Das hat mich schon etwas überrascht. Die Kniescheibe muss wohl raus gewesen sein. Ja. Und das scheint ja jetzt so praktisch von der Anatomie, man kann es eigentlich erkennen, scheint sie ja wieder drin zu sein. Haben Sie es selber gemacht? Nee, oder? Nee, da war ein Kollege, der hat mir geholfen. Ich weiß, er sagte, ich soll das eigentlich nicht tun, aber ich war so voller Schmerzen in dem Moment. Da hat er einfach aus Reflex gehandelt und hat mir geholfen, ist wieder drin. Ich hoffe, dass jetzt nicht noch mehr beschädigt wurde. Hier raten wir natürlich dringend von ab. Sollten tatsächlich außerhalb oder neben der Luxation noch Frakturen, Knochenbrüche vorliegen, kann man diese Knochenbrüche tatsächlich auch verschlimmern. Und insofern sollte man das Gelenk ruhig stellen, einen Arzt konsultieren, der dann auch fachmännisch die Reposition und das Repositionsmanöver durchführt. Was wir festgestellt haben, ist, dass man jetzt keine Fraktur sieht. Trotzdem ist das eine etwas schwerwiegendere Verletzung. Ne? Der Bandapparat, der kann tatsächlich betroffen sein, auch im Kniegelenk bei so einer Kniescheibenluxation. Und da müssen wir das Kniegelenk ein bisschen ruhig stellen. Ne? Das wäre super. Den äußeren Bluterguss haben wir ja hier. Ich drücke einmal so ein bisschen den Bluterguss hier rein. Einmal locker lassen, bitte. Das schmerzt. Ja, so eine richtig tanzende Patella. Okay. Ja. Oh. Viel mehr machen will ich gar nicht. Oh, danke. Ja. Wir legen Ihnen auf jeden Fall jetzt gleich so eine Orthese an. Mit dieser Orthese hier können Sie praktisch auch auftreten. Und die müssen wir dann 4 bis 6 Wochen tatsächlich tragen, damit der Bandapparat, der Bandapparat von dem Gelenk muss jetzt wieder schrumpfen. Ne? Ja, okay. Sonst kriegen Sie später tatsächlich so eine Kniescheibe, die bei jeder kleineren tatsächlich Verrenkung auskugeln kann. Ne? Das wäre echt fatal, bloß nicht. Medizinisch war der Fall natürlich jetzt nicht besonders schwerwiegend für mich. Ich fand natürlich die ganze Situation auch sehr spannend. Letztendlich sah das alles aus wie ein Eifersuchtsdrama. Und hier war ich letztendlich auch sehr neugierig, wie sich dieses Eifersuchtsdrama auflösen sollte. Also ganz ehrlich, ich glaube das ja nicht, was er gerade gesagt hat. Ich glaube schon, dass die Jasmin eifersüchtig war. Okay. Und deswegen mitten im Stück auf uns draufgefallen ist, aber eher wegen mir, weil ja, zwischen uns herrscht im Moment so ein bisschen Konkurrenzkampf, weil wir beide uns um die Stelle der Vertrauenslehrerin beworben haben. Ach so, und er ist im Glauben, dass sie auf ihn draufgefallen ist, bewusst, weil sie ihn körperlich anziehen finde und ganz toll. Ja, ich glaube, er hat sich so ein bisschen verguckt und das ist mehr Wunschdenken, dass sie das vielleicht auch erwidern könnte. Okay. Aber ich weiß davon nichts, weil eigentlich haben wir auch ein gutes freundschaftliches Verhältnis und ich denke mal, sie hat mir das gesagt. Ob der Sturz von Kollegin Jasmin in die Kussszene überhaupt motiviert war, wird sich schon sehr bald und auf höchst dramatische Weise zeigen. Patient Björn kann das Krankenhaus schon wieder verlassen, als plötzlich seine Traumfrau zum akuten Notfall wird. Ist wieder gut? Ja, ist okay. Echt? Kann ich dich auf einen Kaffee einladen vielleicht? Ist schon wieder eigentlich total gut. Kaffee, du weißt, ich mag doch gar keinen Kaffee. So. Das hat man auch getrunken. Nee, das war Tee, du hast dich... Oh, alles klar, Jasmin? Geht's Ihnen wirklich gut?
ist denn los mit dir? Oh, ich weiß auch nicht. Ich hab grad so Schmerzen. Ja, sie ist auf ihn draufgestellt. Sollen wir nicht doch mal vorstellig werden, beim Doc? Nicht, dass sie sich doch verletzt haben. Irgendwas stimmt da, glaube ich, nicht. Kommen Sie mal mit. Wir gehen mal zum Doc. Man konnte Frau Götz schon ansehen, wie besorgt sie um ihren Kollegen war. Aber nachdem sie seine Flirtversuche abgelehnt hatte, war ich mir nicht mehr sicher, ob es wirklich auf Gegenseitigkeit beruht. Und dann verschlechterte sich auch noch ihr Zustand. Was ist los? Ich weiß auch nicht. Ich habe hier so ein Stechen und manchmal so ein Kribbeln auch. Und ich kann das gar nicht zuordnen, was das nur ist. Nur auf der einen Seite oder auf beiden? Hier, nein, das ist nur links. Also das ist ganz komisch. Ich habe das, ehrlich gesagt, jetzt auch schon ein bisschen länger. Auch so nur das Kribbeln oder was haben Sie noch dazu? Ich habe auch so Kopfschmerzen hier hinten und manchmal auch so Schwindelgefühle und ich habe auch Hörprobleme. Gerade wenn ich telefoniere, das ist dann wie so ein Knacken immer im Ohr. Ich weiß nicht, was das ist, aber das ist nur links. Ein Unfall oder sowas haben Sie nicht gehabt? Kann das vom Sturz kommen? Sie ist ja während der Aufführung auf uns draufgestürzt. Könnte natürlich jetzt irgendwas mit dem Sturz zu tun haben, aber sie hat ja gerade gesagt, dass es schon ein bisschen länger besteht. Die Aufführung war ja jetzt vor kurzem erst gewesen. Das war ehrlich gesagt auch bei der Aufführung so, dass es mir so schlecht ging. Da ist ihn schwindelig geworden. Ja, und deshalb war auf einmal schwarz vor Augen und dann bin ich halt leider auf die beiden draufgestürzt. Okay, also der Grund war eigentlich dann eher die Schwindelattacke, oder? Ja, ich weiß nicht, was das ist. Und jetzt gerade war das richtig ganz stechender Schmerz, ganz komisch. Ein bisschen schief hier im Mund. Ja, sieht so ein bisschen aus, als ob der nach unten ein bisschen hängt. Mhm. Okay. Ja, vielleicht können wir gleich mal Blutdruck messen oder so. Ich würde mal so ein paar orientierende neurologische Tests machen. Sie sind ja hier in der Orthopädie, nicht bei den Neurologen. Muss vielleicht gleich mal den Kollegen tatsächlich hinzuziehen. Danke. Haben Sie auch Ihre Maske dabei? Ja. Bleiben Sie sitzen, ich hole die. Ja. Dankeschön, in meiner Jackentasche. Bei diesen Symptomen klingeln natürlich bei uns Ärzten alle Alarmglocken. Für mich galt es tatsächlich, einen Schlaganfall oder auch einer Hirnblutung oder einer Hirnhautentzündung auszuschließen. Und hier ist tatsächlich höchste Eile geboten, um keine Zeit verstreichen zu lassen. Sie gucken einfach mal geradeaus. Ich schaue mir mal hier die Pupillenreaktion an. Okay, das ist aber soweit alles okay. Wunderbar. Ich würde gerne mal noch Ihre Hände nehmen auf beiden Seiten, so über Kreuz. Und Sie greifen mal kräftig zu. Ja. Das ist aber sehr schön, wunderbar, auch kräftig alles. Ja. Perfekt. Wenn Sie sich einfach mal aufstellen und versuchen Sie mal so ein bisschen geradeaus zu gehen hier, mal einfach Richtung Schwester Birgit. Das geht, okay. Jetzt im Moment haben Sie kein Schwindelgefühl. Nee, jetzt gerade nicht. Das kommt immer so schubweise. Kommen Sie mal wieder zurück. Ganz plötzlich so. Ich habe keine Ahnung. Ja, also so ein bisschen macht mir das schon Sorgen, was Sie da sagen mit den Kopfschmerzen. Sie haben hier diese Gefühlsstörung da in der linken Gesichtshälfte. Ja. Man muss jetzt nicht direkt den Teufel an die Wand malen, aber Sie wissen natürlich auch, es gibt so Erkrankungen, auch in Ihren jungen Jahren. Es kann mal einen Schlaganfall tatsächlich geben. Ja, es kann mal eine Hirnhautentzündung geben. Okay. Kennen Sie vielleicht, eine Borreliose-Infektion zum Beispiel kann sowas machen. Ich würde am liebsten gerne mal eine Untersuchung vom Kopf machen, nicht, dass wir da was übersehen. Ne? Okay, ja, Sie sind der Doktor, bitte. Als Patient kann man natürlich nicht zwingend einen Schlaganfall diagnostizieren in häuslicher Umgebung. Alarmsignale für den Menschen selber oder auch vielleicht für die Angehörigen sollten auf jeden Fall zum Beispiel Sensibilitätsstörungen sein im Bereich der Gesichtshälften, im Bereich der Arme, der Beine. Wenn motorische Ausfallerscheinungen hinzukommen, auch im Bereich beider Extremitäten, der Arme oder der Beine. Insofern sollte man dann möglichst schnell einen Arzt konsultieren, der alles weitere einleiten kann. Was ist denn jetzt? Stimmt irgendwas nicht mit dir? Ja. Kommen Sie ruhig mit? Aber Ihnen geht's gut. Machen Sie sich mal keine Sorgen, wir sagen Ihnen Bescheid. Okay, okay. Mir geht's Gott sei Dank gut. Ja, geht's gut? Okay. Also, ich bin nicht, dass alles gut ist. Also die Jasmin hat jetzt tatsächlich einen Verdacht auf einen Schlaganfall. Was? Also, ich bin gerade auch, ich bin total geschockt. Ich mache mir voll die Sorgen. Und wir dachten doch, das wäre Absicht gewesen. Also sie muss ja wirklich einen Schwindelanfall dann gehabt haben. Das war gar keine Absicht. Ja, jetzt warten Sie erstmal. Warten Sie erstmal. Heißt das ja vielleicht, dass sie das gar nicht mit Absicht gemacht hat und mich vielleicht doch gar nicht so sehr mag, wie ich es mir erhofft habe? Mal abwarten. Nee, also da hast du dir falsche Hoffnung gemacht. Ich hoffe jetzt nur, dass sie wirklich nichts Ernstes hat. Ja, ich denke auch, das steht jetzt erstmal im Fokus. Ja. Ob Kollegin Jasmin während der Musical-Aufführung tatsächlich einen Schlaganfall erlitten hat, wird sich erst mit der radiologischen Untersuchung zeigen. Das Ergebnis scheint aber überraschenderweise nur ihre Freundin Anne zu interessieren. Wo ist der Dritte hier, der Schauspieler? Ehrlich gesagt, habe ich ihn gar nicht mehr gesehen. Ich dachte, er wäre vielleicht hier bei Ihnen. Sie sind doch abgeschminkt, ne? Jetzt haben Sie sich parat gemacht. Ja, genau. Ich war mir schnell ein Wasser holen. Okay. Ihr Kollege durfte ja nach Hause. Da ist er wahrscheinlich dann abgedöst. Ne? Hallo, Jasmin. Na, wie geht's dir denn? Mir geht's gut, danke.
Ja, ja, alles gut. Das haben Sie noch mal Lippenstift noch mal nachgezogen jetzt hier im... Ja, ich will mich ja auch ein bisschen wohlfühlen, ne, wenn es die Umstände schon so ja, nicht ja, wenn zulassen. Der Dr. Sattler kommt, muss man gut aussehen. So ist das, Sie sagen. Und schon Blumen bekommen. Blumen haben Sie auch schon. Ja. Nee, die standen ja schon so. Die sind nicht von mir, keine Ahnung, die waren jetzt schon. Ist vielleicht von der Entlassung noch heute Morgen. Ja, bestimmt. Also es sind nicht meine Blumen. Aber schön sehen die aus. Ja, finde ich auch. Ja. Im Zimmer fiel mir auf, dass sie eigentlich recht gut drauf war. Gut, es war jetzt diagnostiziert, dass sie keinen Schlaganfall hatte. Sie wusste noch nichts von ihrer Diagnose, die wir ihr jetzt mitteilen wollte. Aber irgendwie erschien sie mir etwas euphorisch. Sie lag da schon wieder im Bett, hatte die Lippen geschminkt. Blumen standen auf dem Nachttisch und als wir sie darauf ansprachen, merkte man, sie ist so ein bisschen verschämt. Also irgendetwas war da. Und das wird sie wahrscheinlich im Moment eher so ein bisschen schocken. Wir haben tatsächlich einen kleinen Tumor festgestellt am Kopf. Bitte was? Ein Tumor? Ja, einen kleinen Tumor. Das ist ein sogenanntes Akustikusneurinom. Das okay. ist ein Tumor, der von einem der Hirnnerven ausgeht. Ja? Ja. Der liegt, ich habe mal ein Bild hier mit. Hier sehen Sie das Kleinhirn. Ja. Ich habe noch ein paar andere Bilder gleich, die kann ich Ihnen nachher noch mal zeigen. Hier sehen Sie das Großhirn. Okay. Und hier sehen Sie auf der linken Seite auch diesen kleinen Ball. Ja. Ja, dieses helle Bällchen. Und das ist dieser Tumor. Okay. Ja, das sind Tumoren, die wachsen sehr langsam. Und können dann aber auch andere Nerven irritieren, die dann auch praktisch zu der Symptomatik führen, die Sie jetzt auch beschrieben haben. Okay. Dazu gehören die Kopfschmerzen, da gehört hier das Schwindelgefühl. Sie haben gesagt, das Hören ist manchmal beim richtig, Telefonieren richtig. Zum Beispiel ja, was erschwert. Genau, genau. Und diese Sensibilitätsstörungen hier im Bereich des Gesichtes und so, das kann im Endeffekt auch damit zusammenhängen. Ne? Wenn diese Tumoren tatsächlich diese Größe haben, sollte man es tatsächlich auch rausoperieren. Ne? Operieren am Kopf, sehr ja. gefährlich an. Wenn er neurologisch auffällig ist, wie bei Ihnen schon, dass er Beschwerden macht, sollte man einfach rausoperieren. Ja, ich bin gerade ein bisschen geschockt. Also Tumor ja, am das verstehe Kopf, ich, ja. also... Wenn Patienten von Tumoren hören, ist natürlich die größte Angst. Tatsächlich ist es bösartig. Tumor heißt bei uns in der medizinischen Fachsprache erstmal nur Schwellung, sowohl gutartig als auch bösartig. Hier glücklicherweise allerdings, wie es den Anschein nahm, ein gutartiger Befund, sodass ich natürlich versuchte, sie im Rahmen der Aufklärung zu beruhigen. Aber das ist natürlich insgesamt schon schwierig. Als ich das dann nochmal genau ansprach, kam es zu einem weiteren Theaterauftritt. Es gab nicht Kai aus der Kiste, sondern Björn aus dem Schrank. Ja, aber wie soll das wirklich? Gehen? Das ist Maddie. Was ist denn mal. Da los? Ui. Oh mein Gott. Ach, da ist er ja. Ach, was machen Sie denn im Schrank? Vor allem, warum ist dein Mund so verschmiert? Was ist denn da passiert? Jasmin, hast du dir deswegen den Lippenstift eben nachgezogen? Aha. Läuft da jetzt doch irgendwas? Ja, ich mag sie schon sehr lange und ich weiß also nicht, Anne, du hast Zeit es vielleicht schon gemerkt, du hast euch. Vielleicht schon gemerkt, so dass ich Jasmin doch schon so, naja. Aber Jasmin, das hättest du mir doch erzählen können. Ja, weißt dass, du, Anna, dass du das erwiderst. Wir sind so gut befreundet und wir wollen beide den Job der Vertrauenslehrerin und ich wusste auch nicht, ich hatte einfach Angst, dass du mich bei der Schulleitung vielleicht verpetzt, weil man kann das Private mit dem Beruflichen nicht vermischen. Mhm. Anne, mir tut das so Jasmin, leid. Als ob ich dich verpetzen würde. Ich freue mich doch für ja, euch. Ich finde das total schön. Mir tut schön. Das auch leid, dass ich das überhaupt gedacht habe. Wirklich. Anne freut sich für uns. Ja. Ja, ach, und ganz ehrlich. Ganz ehrlich, die Stelle ist jetzt eh egal. Hauptsache, du wirst wieder gesund. Das ja. hat jetzt oberste Priorität. Ja. Ja. Jetzt entsteht ja hier die große Liebe, ja. Ich konnte es ein bisschen verstehen, dass sie die Liebelei zu ihrem Freund verschwiegen hat. So Liebelei in der Schule oder unter Kollegen ist ja so ein bisschen verpönt. Außerdem waren die beiden sehr gut befreundet. Also von daher war es verständlich. Und Sie müssen mal gucken, dass Sie gleich wieder normal aussehen. Ne? Ja. Bring Ihnen gleich mal ein paar. Da sind noch ein paar Abschminktücher. Ja, danke schön. Die waren wahrscheinlich auch von dir, ne, Björn? Ich war dann der geheime Kavalier. Ja. Ja. Der Tumor wurde operativ entfernt und erwies sich als gutartig. Jasmin geht es heute wieder gut und sie führt eine glückliche Beziehung mit Björn. Weder sie noch Anne haben die Stelle als Vertrauenslehrerin bekommen. Aber das ist den Freundinnen heute egal.